So, wieder hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Forza Horizon 4. Wir sind zurück, es ist eine neue Woche angebrochen, das heißt natürlich auch wieder ein wunderbares neues Auto hat seinen Weg reingefunden. Und ja, diesmal nichts anderes als ein Auto, was auch sehr gut zum aktuellen Setting des Spiels passt, nämlich den Ford Racing Puma, den man sich über eine der Saisonveranstaltungen sichern kann. Und warum passt er so gut? Ja, der Ford Racing Puma ist die Sportversion des damaligen veröffentlichten Ford Pumas und ich bin selber jetzt nicht ein Riesenfan von diesem Auto, weil ich die grundsätzliche Form ja, nicht allzu geil finde ich. Ich habe mit dem Heck so ein bisschen meine Probleme. Die Front und so ist ganz nice, aber mit dem Heck, na, auf jeden Fall, ja, wurde eben nur für Großbritannien gebaut. 500 Stück war das Ding damals limitiert, nur als Rechtslenker produziert für Großbritannien und hatte damals sogar einen exklusiv produzierten 1,7-Liter-Motor, den Ford dann nie wieder für irgendwas verwendet hat. Also wirklich nur für diesen Kollegen mit rund 155 PS, wenn ich mich nicht irre, dürften hier ungefähr anliegen. Also ja, wie gesagt, vom Setting her passt der Wagen hier perfekt rein, ist wirklich nur für den Markt in Großbritannien konzipiert worden. Und ja, den werden wir uns heute mal anschauen. Natürlich auch hier in diesem wunderschönen Ford Blau Metallic. Was ich glaube, das geilste Feature an dem ganzen Ding finde. Einerseits sieht er gar nicht mal so verkehrt aus. Es sieht auf jeden Fall deutlich besser aus als der normale Puma. Wie gesagt, ich bin nicht der größte Freund von diesem Auto. Aber das Ding hat einfach verdammt geile Halbschalen drin. Und das ist mal sehr, sehr nice. Also die Ford Sparco, Ford Racing Sparco Sätze, die da reingekommen sind, finde ich mal sehr, sehr nice. Das hast du normalerweise nur in den Track-Tools und Ring-Tools drin. Aber Ford hat sich gemeint, ja, machen wir so. Ja, das Ding hat auch im Vergleich zum normalen Ford Puma eine breitere Frontstoßstange und Heckstange sowie breitere Kotflügel vorne aus Metall. Das Lustige ist, habe ich mich mal ein bisschen reingelesen. Ja, Ford hatte den Wagen eben in dieses Werk angeliefert, wo der halt umgebaut worden ist in den Racing Puma. Da kam er eben auch ohne Stoßstange an, weil vor Ort haben sie die neuen Stoßstangen direkt verpasst. Die wurden nicht bei Ford selber montiert, sondern die wurden weitergeleitet. Da kam der Ford Puma auf Stahlfelgen und allem an, ohne Stoßstangen, aber mit den vorderen Kotflügeln, die dann vor Ort in dem Werk dann demontiert worden sind und ausgetauscht worden sind gegen die, die wir jetzt hier drauf haben. Ich weiß nicht, warum man die Kotflügel da nicht auch hätte weglassen können während vor der Produktion, aber egal. Auf jeden Fall, ja, haben wir jetzt den Kollegen hier drin und werden heute mal damit schauen, was wir damit so anstellen können. Können wir erstmal gerade vorne gucken, wie gesagt, vorne 1,7 Liter Motor hat Ford exklusiv für den Ford Racing Puma gebaut. Was ich schon sehr krass finde, einen Motor für eine 500-Stückzahl limitierte Fahrzeug zu bauen in der Preisklasse. Wir reden jetzt nicht über einen McLaren, einen Ferrari, sonst irgendwo, wo man sagt, oh ja, die haben jetzt auch nur exklusiv ihren Ferrari V8 für den gebaut. Wir reden ja hier in dem Moment von dem Ford Puma immer noch. Dementsprechend ist das schon nicht ganz verkehrt, dass Ford diesen Motor eigentlich dann nie mehr benutzt. Genau, wir hatten auch variable Nockenverstellung, was, glaube ich, das erste Mal für ein europäisches Fahrzeug war. Ich meine, sowas gehört zu haben. Ja, Motorraum ist jetzt nichts Spannendes, ne? Ist halt so, wie er ist. Wir steigen aber mal ein. Ich wollte gerade auf der falschen Seite einsteigen. Oder in unserem Land in der richtigen Seite. Wir steigen jetzt auf die falsche ein, rein technisch. Ja, Lenkrad der Ford-Modelle finde ich mittlerweile gut. Also die aktuellen finde ich gut. Davor war alles nicht so ganz meins vom Design her, vom Lenkrad her. Es hat immer so klobig gewirkt. Schaltknopf ist ganz cool, muss ich sagen. Wo ist denn der Startknopf? Rechts? Ja. Das war die Tür. Egal, ich dachte mir, machen sie mal zu. So, hören wir mal rein in 1,7-Liter Motor. Damit habe ich nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sein. Der klingt relativ, der hat so eine geile kratzige Note und dann dieses leichte Pam-Pam, sollen wir dies nachknallen. Na? Das ist geil, das gefällt mir echt gut. Das muss ich sagen. Doch, das mundet mir. So, wir werden den serienmäßig nicht fahren, weil 150 PS, wir sind hier in Forza. Wir haben ein C-Klasse-Fahrzeug. Ich brauche euch nicht sagen, wie sich das fährt mit Frontantrieb im Spiel. Da brauchen wir keine Diskussion anfangen. Wir machen heute unseren besseren Ford Racing Puma. Und wenn wir wissen, was kommt, ich gehe mal kurz eine Runde raus, damit alle sagen können, oh, er hat sich ja wenigstens gefahren. Damit ich euch zeigen kann, serienmäßig ist ein Ford Puma auch so cool, denn echt sein kann. Im Spiel halt scheiße langweilig. So, wir fahren mal kurz eine Runde hier um den Block. So, sind halt knapp über 150 PS auf Vorderachse. Das ist jetzt nicht verkehrt, aber es ist halt Forza. Das ist jetzt halt nichts, was mich jetzt mega umhauen würde. Wo ich jetzt sagen würde, oh ja, das ist ein solides Fahrzeug, was ich in der C-Klasse bewegen würde, die ich sehr oft fahre, weil ich die C-Klasse absolut spannende Klasse finde. Der Innenraum ist halt... Der Innenraum ist, glaube ich, bis auf den Schaltknopf und die Sitze unangepackt worden. Wobei die Sitze halt schon echt Highlight sind. Also ich finde die Sitze halt so dermaßen fett da drin. So, wir sind einmal gefahren. Jetzt kann sich keiner beschweren, dass ich nicht das serienmäßige Fahrzeug einmal gefahren bin. Und eigentlich komme,
Wir können sich wissen, dass ich besser fährt. Ja, er ist halt ein C-Klasse-Fahrzeug. Das fährt sich in Forza nicht unbedingt immer geil. So, deswegen basteln wir jetzt mal ein bisschen dran rum. Wir gucken mal, was wir wunderschönes machen können. Motor wechseln wir nicht, weil das Pabomb fand ich ganz cool. 1,6 Liter Reihen 4er Turbo Rally oder 2 Liter Reihen 4er. Also eh nichts super geiles dabei. Wir können aber auf Allrad können wir ihn umbauen. Das machen wir, weil das ist so ein bisschen Rally, kann ihm nicht schaden. Ach krass, das ist ein 1,7 Liter Sauger. Holy shit. Ach ja, okay, gut, dann bauen wir mal ein Turbo drauf. Dann bauen wir mal ein Turbo drauf. So, oh, es gibt Bodykits. Es gibt Bodykits. Es gibt eine Bullbar. Also, aber damit hat er jetzt schon mehr Rallye-Teile als der Celica. Ich möchte betonen, der von Puma hat jetzt schon mehr Rallye-Teile als der Celica und das regt mich ein bisschen auf. Weil es diese Bullbar, die ganzen Rallye-Cars bekommen in dem Spiel. Das ist ein offizieller Ford-Spoiler. What the fuck? Ja, wir packen ihn mal drauf, weil es ihn gibt. Ich finde ihn jetzt nicht besonders schön. Also, ehrlich gesagt, finde ich den Puma ohne besser. Aber es ist ein offizielles Vorteil. Also, dementsprechend ist es einfach nur OEM Plus. So. Ich finde, kurz ein Hinweis. Ich bin mir jetzt sicher am Seufzen, weil ich scheiße finde, dass Ford hier das Ford gemeint hat, bei dem Mattplatz reinzumachen. Ich bin eher abgefuckt, dass sie es beim Celica nicht gemacht haben. Ich finde das gut, dass er die hat, aber mich fuckt halt, dass der Celica die nicht hatte. So. Deswegen. Und wir haben Zusatzscheinwerfer. Wer jetzt nochmal möchte, nochmal drauf eingehen möchte, warum ich mich jetzt gerade ein bisschen darüber freue, dass es drin ist, guckt euch das letzte Celica-Video an, da wisst ihr, warum ich mich da nicht drüber freue, weil der Celica hat die ganze Scheiße nicht. So, wir können ein schönes Relika daraus bauen. Dann bauen wir auch ein schönes Relika raus. Das machen wir jetzt. Wir bauen ein schönes Relika raus. Obwohl ich mal ganz kurz gucken muss, was die maximale Tiefe ist, um mich kurz drüber zu erfreuen, wie tief er gehen würde, wenn ich ein. Okay, vorhin, die Kurflüge sind aber schon echt scheißenbreit, ne? Heilige Scheiße, das ist schon nicht verkehrt. Wir bauen trotzdem ein Offroad-Fahrwerk ein. Wir bauen uns einen Rallye-Puma. Offroad-Reifenmischung. Breite Schuppen drauf. Die Felgen können sogar bleiben, meinem Meinung nach, weil ich finde die gar nicht mehr so schlecht, muss ich echt sagen. Die gefallen mir optisch ganz gut, die passen zum Stil des Fahrzeugs. Alter, wir können halt wirklich die Spur vorne so verbreitern, dass das zu dem Kotflügel passt. Das kannst du keinem erzählen, Alter. Alter, wie. Kurze Frage, wie sieht das mit dem Fahrwerk aus? Ich will mal kurz optisch gerade gucken, weil das juckt mich jetzt gerade ein bisschen in den Fingern. Das Fitment ist aber dann schon ganz okay, ne? Das Fitment ist aber schon. Boah. Wir könnten auch ein Rennfahrwerk einbauen. Und einfach damit leben, dass es auch okay ist, auch im Rallye-Fahrzeug aktiv zu fahren. Wir bauen das Rennfahrwerk ein, weil sieht bis. Ich glaube, ich muss die Spur. Wir bleiben bei der breiten Spur. So, Bremsen können wir deutlich verbessern. Natürlich würde ich gerne die Originale behalten, weil natürlich in Ford, Performance, Blau, Gedönse, dies, Bumse, aber. Ist leider nicht so geil, dementsprechend fliegt die raus. Wir bauen Stabis rein. Wir bauen einen Käfig rein. Weil das fehlt ihm noch, finde ich, so optisch. Gehsrevision können wir auch noch machen. Und nebenbei, er kommt ja schon so auf 1,255 Tonnen. Das ist okay eigentlich. Weil wir überlegen, wir haben jetzt Allraden so eingebaut, ne? Also der war knapp über eine Tonne vorher. Wir kriegen jetzt auf das Gewicht, wo er mal herkam. Was ganz gut ist. So. Gucken wir mal, was wir aus dem 1,7 Liter Motor so rauszaubern können. Da dürfte ein bisschen was gehen eigentlich. Oh ja, das sieht geil. Aber S2-Klasse schafft der Motor, glaube ich, nicht. Lalala. So, jetzt haben wir, was haben wir denn? Wir haben 357 kW, ist nichts krass. 492 Newtonmeter sind halt wirklich nicht krass. Haben jetzt auf 2 Liter aufgebaut. 1,1 Tonnen. Es ist an sich eine ganz gute Kombination, weil wir, ich sag mal, relativ wenig Gewicht haben. Mit 1,1 Tonnen sind wir schon ganz gut ausgestattet. Dafür, dass wir Allrad drin haben. Ist das Gewicht schon ganz echt okay. Tiefe geht da noch was? Oh ja. Ey, wir müssen es halt nicht machen, weil es eigentlich total Quatsch ist, weil ich das Ding jetzt mit Offroad-Fahrwerken ausgeschaltet habe. Ist mir vollkommen Latte. Ich finde es optisch gerade cooler. Es ist mir Latte. Wir ballern jetzt natürlich trotzdem Querfall ein, aber rein technisch hätte ich ein anderes Fahrwerk einbauen. Natürlich, ist mir klar. Ich finde optisch sehr nice. Mit den Zusatzscheibenwerfern. Jetzt kommt der Spoiler auch gut. Ich muss sagen, mit den Mudflaps kommt der Spoiler, wirkt der Spoiler nochmal ganz anders. Ja, halt immer noch dieses leichte. Das gefällt mir ganz gut. Für die normalen Schotterwege reicht auch das Rennfahrwerk. Da macht das nämlich auch ganz normal, was soll. Weil wir machen hier keine weiten Sprünge, dann ist das okay. So, jetzt haben wir einen schönen Rallye-Puma gebaut, Leute. Der Ford Racing-Puma wurde zum Ford Rallye-Puma. So muss das sein. Mach mal. Alter, wie viel Gegenverkehr hier. Hier nur über meine Schotterwege ballern. Wow. Ja, okay, das Rennfahrwerk ist leicht am Kämpfen mit den Bodenwellen. Nichtsdestotrotz, Entschuldigung, geht der Puma sonst nicht verkehrt.
Ich meine, die Leistung fühle ich ganz gut. Klanglich finde ich immer noch ganz nice. Ich musste sagen, der 1,7-Liter-Motor hat so seine schöne eigene Klangnote, was ich sehr, sehr, sehr gut finde. Er hat so seinen eigenen Charme. Und natürlich, wieder, auch wenn man den Puma nicht mag, man muss halt sagen, er ist ein sehr gut gewähltes Fahrzeug für das Spiel. Weil, wie gesagt, 500 Stück limitiert, nur für Großbritannien gebaut. Und dann bietet es sich natürlich an, ihn in dem Forza reinzubringen, oder in dem Forza Horizon reinzubringen, das dann auch das Spiel, für welches Land dieser Wagen konzipiert worden ist. Und da ist halt, wir haben einen guten Job gemacht, weil das passt auf jeden Fall Arsch auf einmal, die beiden Sachen passen sehr gut zusammen. Und die kann man wieder sehr gut kontrollieren, das ist genau wie der Corolla letztes Mal. Der Corolla fuhr sich auch schon sehr, sehr gut. Dasselbe geht hier für den Puma. Die lassen sich, wenn sie leicht quer gehen, wenn du so leicht ein bisschen den Drift hebelst, sehr, sehr schön kontrollieren und platzieren danach. Kannst dich damit sehr geil ums Eck ballern. Das gefällt mir echt, echt gut. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen, wie es ist. Und er macht dabei eine gute Figur. Also den Spoiler habe ich ja, wie gesagt, ich habe den Spoiler erst für komisch gehalten. Aber im gesamten Setting mit den Zusatzscheinwerfern und den Mudflaps wirkt dieser Spoiler nochmal ein gutes Stück anders. Plus natürlich auch die breitere Spur. Lässt das ganze Fahrzeug nochmal ein bisschen bulliger wirken. Ich finde, das steht ihm sehr, sehr, sehr gut. Wie gesagt, machen müsste für den nur eine Saisonveranstaltung. Das ist halt jetzt kein großes Hexenwerk. Das ist eine Sache von einer 10 Minuten, Viertelstunde vielleicht. Dann habt ihr diesen Wagen schon. Also würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Lohnt sich auf jeden Fall. Wäre ein verschenktes Fahrzeug, wenn ihr das nicht machen würdet. Aber die kann man so schön, ey, die kann man wirklich super, super angenehm fahren. Also der macht auch wieder mega Laune. Ich freue mich wirklich auf alle Autos gefühlt in diesen nächsten 2 Wochen jetzt noch. Weil halt einfach so viel geiler Stuff damit reingekommen ist mit diesem, ich nenne es mal Rallye-Update. Weil der Nissan kommt noch, der kleine GTR, also kein R35 oder R, sondern der eine GTR Pulsar oder ich weiß gar nicht, wie er hieß. Auf jeden Fall, der kommt noch rein. Dann haben wir noch einen anderen Corolla, der noch reinkommt. Da kommt auch geiler Stuff, muss ich wirklich sagen. Da freue ich mich wirklich, wirklich drauf. Das sind von mir für mich sehr, sehr coole Fahrzeugwagen, die sie da getroffen haben. Mit denen man auch auf dem Schotter mal ein bisschen mehr Spaß haben kann. Weil ich muss sagen, die meisten Autos, die ja sonst reinkamen, waren ja eher dann für die festen Untergründe gemacht, ne? Für den Track. Und dann ist jetzt mal ganz geil, dass man jetzt mal Fahrzeuge bekommt, die man auch mal ein bisschen mit Spaß hier in Großbritannien über die Schotterwege prügeln will. Weil das habe ich mit den letzten Fahrzeugen relativ wenig so gehandhabt. Und das ist sehr, sehr geil, dass die Fahrzeuge, die jetzt so ihren Weg reingefunden haben, reinfinden werden noch, genau das so ein bisschen bedecken. Jetzt hätte ich noch gehört, natürlich noch das Rallye-Update immer noch, also mit Co-Fahrer und so ein Shit. Aber ja, da brauchen wir, glaube ich, nicht drauf hoffen, leider. Schön wäre es, aber ich glaube, das wird leider nichts. Weil das ist das Geil, was Forza Horizon 1 immer noch ausgemacht hat. Ich muss, glaube ich, mal ein Video zu Forza Horizon 1 mit dem Update mal, mit dem Rallye-Ding machen. Damit ihr nochmal rafft, was ich meine. Ich glaube, das kommt morgen mal. Ich glaube, morgen mal, oder morgen? Ne, morgen schaffe ich es nicht. Ich sag mal Sonntag. Also auf jeden Fall, einen der kommenden Tage. Ich mache jetzt hier kein festes Datum, nicht, dass ich mich unter Druck setze damit. Kommt auch hier nochmal ein Video zu dem Rallye-Gedönse von Forza Horizon 1. Weil das war immer noch mein liebstes Forza-Update. Das war so ein geiles DLC. Das hat natürlich nicht mehr mit der Open World zu tun, das muss man natürlich ganz klar sagen. Aber das war mir in dem Moment so scheiße egal. Weil ich so von der Idee und von der Umsetzung echt so gut fand. Und darauf warte ich immer noch. Da warte ich immer noch fleißig drauf, dass sowas vielleicht nochmal seinen Weg in ein Forza reinfindet. Warten wir mal ab, was die Zukunft bringt. Ich bin da ja immer noch so ein bisschen optimistisch. Ich bin da, mit einem leichten Tacken Optimismus kann man ja immer mit dabei haben. Ich glaube, damit geht man zumindest nicht ganz verkehrt. Da geht man leichter durchs Leben auf jeden Fall mit Optimismus. Ich wäre sonst so Pessimist, aber in dem Moment kann ich jetzt auch mal ein bisschen optimistisch sein. Da kann man auch mal die Optimismus raushängen lassen. Und mit diesen wunderbaren Worten, mit diesen wunderbar motivierenden Worten, würde ich auch sagen, mich raus für dieses kleine Video. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wenn ihr das, ganz gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und damit haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.